Servus Leute und herzlich willkommen bei Pokémon JM. Ich bin der Stefan und heute geht's wieder weiter mit unserer Pokémon Feuerrot Randomized Nuzlocke Challenge. Ja, wir hatten Grinding heute, beziehungsweise ein Leveling, aus dem Grund, weil ich einfach wollte, dass unser Team wieder mehr zusammenkommt vom Level, von den Levels her. Wir hatten in der letzten Episode ja Mike Tyson leider verloren. Denn von nun an natürlich von oben auf uns herab guckt und uns unterstützt, gedanklich und geistig. Auf jeden Fall, wenn ihr das Leveling übersprungen habt, würde ich es, ich kann heute schon wieder nicht mehr reden, was ist das denn? Wenn ihr es übersprungen habt, das Leveling, dann würde ich es euch empfehlen, nochmal zurückzugehen und es euch anzugucken. Da ist nämlich wirklich wieder scheiß viel passiert. Nichtsdestotrotz, gehen wir kurz ins Team Recap, damit ich euch zeigen kann, was sich alles verändert hat. Und zwar habe ich alle Pokémon von uns jetzt auf Level 30 oder fast auf Level 30 hochgezogen. Wir haben hier natürlich einmal unseren Flying Tree, jetzt auf Level 30. Als Attacke Fliegen noch zusätzlich gelernt. Windstoß habe ich ihm dafür verlernt. Fähigkeit von Tropius war natürlich die Rauhaut, dass Nahkampfattacken den Gegner verletzen. Als nächstes kommt unsere Hilde, jetzt auch auf Level 30, hat Konfu-Strahl neu gelernt und Superstrahl habe ich ihm dafür verlernt. Als nächstes sind wir bei Batwoman, die jetzt auch auf Level 30 ist. Ich glaube, war eh bloß ein Level zum Hochleveln, keine neue Attacke gelernt. Magma auf Level 30 war auch bloß ein Level zum Leveln. Fistness ist jetzt auch auf Level 30. Fistness bekommt auch heute seinen neuen Spitznamen, den ich ihn letztes Mal schon ausgesucht habe, aber wir es halt einfach nicht mehr nach Lavandia geschafft haben. Und als Neuzugang in unserem Team unsere Wingwoman. Neuzugang deswegen, weil ich im Grinding es einfach total verkackt habe. Ich wollte eigentlich unsere Eugene auf Level 34 noch hochziehen, damit sie Krabhammer hat und wir sie heute in der heutigen Episode entwickeln können. In einem dramatischen Kampf gegen Meditalis aber habe ich die Situation falsch eingeschätzt und Eugene hat sich selbst umgebracht. Es war einfach so, Meditalis hat Kraftreserve eingesetzt. Ich habe es vercheckt, dass es super effektiv war, oder dass es super effektiv ist. Hat wahnsinnig hart getroffen. Für das, also Meditalis, glaube ich, war auf Level 22 oder 23, Eugene auf Level 31. Dass Eugene noch 5 KP übrig hatte und zusätzlich war Eugene aber verwirrt. Und hat sich in dem Zuge dann selbst verletzt und ausgenockt. Ja, ich habe mit dem Verlust mittlerweile schon leben können. Aber gut, wir können uns definitiv noch von Eugene verabschieden. Das machen wir jetzt dann gleich noch. Ansonsten habe ich dann im Grinding Wingwoman von der Daycare abgeholt. War dann Level 22, als ich sie abgeholt habe. Habe sie jetzt auf Level 28 hochgelevelt und im Grinding die Entwicklung unterdrückt. Ich weiß auch nicht, was es wird. Ich habe sie sofort unterdrückt, dass ich nicht mal ansatzweise erkennen konnte, was es wirklich wird. Als Fähigkeit bei Wingwoman haben wir Temposchub. Shoutout an Eichel. Eichel hatte nämlich dieselbe Fähigkeit, dass es von Runde zu Runde immer schneller wird in der Initiative. Als Attacken hier haben wir Notsituation, Ruckzuckhieb, Flügelschlag und Doppelteam. Genau. Das war's mit unserem kurzen Team-Recap. Dann gehen wir kurz und verabschieden uns von Eugene. Eugene, wir waren ein gutes Team. Du hast uns seit Urania City begleitet. Du warst ein gutes Pokémon. Bis Level 30 würde ich jetzt fast mal sagen, warst du ein gutes Pokémon.
Ab dann habe ich aber deine Entwicklung unterdrückt und weil ich noch wollte, dass du Krabhammer lernst. Ja. Was aber leider der Nachteil von dem Ganzen war, du konntest natürlich nicht in deiner Stärke glänzen, die du als Repeatis glänzen hättest können und würdest somit dann jetzt im Leveling einfach Opfer meiner Unachtsamkeit und wir haben dich dadurch verloren. Es tut mir leid, ich hoffe, du kannst mir irgendwann vergeben. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Doch, ich muss aber noch kurz, sehe ich hier, das Item von Krebskorps entfernen. Das habe ich nämlich vergessen. Nehmen Ewigstein von Eugene. So. Tauschen Wingwoman wieder mit Eugene aus. Und ciao, Eugene. Gut. Ich kann mittlerweile ganz gut mit dem Verlust von Eugene umgehen. Hoppala. Ja. Da ein V-Pilches jetzt nicht unbedingt ein Wunsch-Pokémon von mir auch gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten haben wir gegrindet und wir können uns nun Richtung Lavandia aufmachen. Ach, spannend. Tropius fliegt. Und wir haben jetzt natürlich auch Fliegen, ne? Umso besser. So, wir gehen noch in den Markt. Ich muss nur kurz einkaufen, weil Tränke, glaube ich, haben wir kaum mehr welche. Ähnlich wie Paraheiler, bla bla. Ich kaufe einfach mal wieder ordentlich ein. 15 Supertränke. Gegengift kaufe ich. Haben wir noch 9, okay. Paraheiler. Haben wir keinen mehr. Feuerheiler kaufe ich noch. Haben auch 6. Eisheiler haben wir. Kaufe ich jetzt mal noch 4 dazu. Fluchtseil für den Fall der Fälle 2. Und Superschutz kaufe ich noch 9 dazu. Okay. Dann geht's jetzt in. Oh, wie viele Superbälle haben wir denn noch? Okay, einiges. In Richtung Tower, Pokémon-Turm, denn hier können wir heute ein neues Pokémon fangen. Ihr habt richtig gehört, Leute. Ein neues Pokémon gibt's hier für uns. Und hier ist Gary. Ich bin gespannt, beziehungsweise blau. Ich weiß nicht, wieso, dass ich ihn nicht Gary genannt habe. Und blau, egal. Simba gespannt, wie die dritte Begegnung gegen unseren Rivalen, seitdem wir von Alabastia weggezogen sind, ausgeht. Ich bin gespannt. Analystblau, ein Snobelicat. Auf Level 25. Er setzt Zahltag ein. Überall sind Münzen verstreut. So, und probieren wir es mal mit Fliegen. Hat es denn keine andere Attacke außer Zahltag? So, Snobelicat haben wir besiegt. Pudox kommt als nächstes. Da können wir doch gleich mit Wingwoman dagegen antreten. Sollte normalerweise kein großes Problem werden. Und dann levelt es auch schon hoch und wir können uns die Entwicklung von Wingwoman angucken. Ich bin so gespannt, Leute, was es wird. Wirklich, ich bin so mega gespannt und ich hoffe, dass wir dieses Mal Glück auch haben. Ich muss mal ganz kurz einen Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Pudox ist besiegt.
Wir erhalten 855 EP-Punkte und wir sind ein Level up. Ein Pandir kommt als nächstes. Da geht's gleich zu... Ah, wir haben das Umbenennen von Fistness vergessen. Machen wir sofort. Wow. Okay, Pandir hört hier Gott sei Dank. Und wir sind verwirrt, wie oft ich das im Grinding hatte. Jeder Psystrahl, der mich getroffen hat, hat mich verwirrt. So, Pandir ist weg. Gott sei Dank. Ariados. Okay, hier ist Zeit für Hottie. Zack, haben wir auch das Ariados besiegt. Wir sind wieder richtig stark unterwegs jetzt, Leute. Ein Impagator kommt als nächstes. Solche hatten wir ja auch zuhauf in unserem Grinding. Sollte aber für Flying Dream kein Problem mittlerweile mehr sein. Vor allem nicht die Level 20er. Die haben wir nämlich zuhauf und auseinandergenommen. Die haben wir wirklich zerstört, die Dinger. Und weg ist es sogar mit dem Volltreffer. Und wir haben Blau wieder besiegt. Unsere Dominanz gezeigt. Wir sind einfach der Hammer, Leute. Wir sind einfach der Hammer. Und unser Wing Woman entwickelt sich. Ich bin gespannt, was es wird. Oh, oh, Leute! Leute, wir haben Tauros! Hammer! Hammer! Geil! Geil, wir haben Tauros! Bis später, Gary. Leute! Endlich mal eine Entwicklung, die zu was Gutem geworden ist. Ein Tauros! Okay, mit der Fähigkeit diesmal Fährte, kopiert Spezialattacke. Okay, wie auch immer oder was ich auch immer mir da drunter vorstellen muss. Es ist ein Flug-Pokémon geblieben. Perfekt, würde ich schon fast sagen, hier an dieser Stelle. Hammer! Geil! Okay, dann haben wir jetzt Wing Woman, das Tauros. Sehr geil. Leute, sehr geil. Das freut mich echt wahnsinnig. Hammer. Geil. Es hat sich, denke ich, dann doch gelohnt, dass wir hier auf Wing Woman umgestiegen sind. Oder Wing Woman jetzt ein Teil unseres Teams heißen können. Sehr, sehr, sehr cool. So, dann gehen wir jetzt zum Namensbewerter. Ich glaube, den gibt's hier, oder? War der nicht hier? Ich hoffe es. Das war er, oder? Der Namenbewerter. Ja. So, Fistness. Wie soll der neue Kosename lauten? Passt perfekt, oder? Ich glaube, mehr muss ich hierzu nicht sagen. So, geheilt Hammer. Geheilt Hammer. Ich pack gleich mal. Was mache ich denn jetzt? Ich nehme mal den EP-Teiler. Der war weg von Wing Woman, da sie ja mittlerweile alle ausgeglichen sind. Und den packen wir dann wieder rauf, wenn es mal wieder so weit wird, dass wir leveln müssen. So. Und da hier kommt unser erster... Nein, noch nicht. Wir haben ja auch noch kein Pokémon gesehen.
Hier kommen die Pokémon meines Wissens. Küstensalz gefunden. Was macht denn Küstensalz? Gucken wir gleich mal. Es ist extrem salzig. Okay. Hm. Vielleicht bekommen wir Geld dafür. Huhuhuhuhu. Okay, unsere erste Exorzistin. Technikern Joe. Ein Gyarados. Ah, oh, hört euch den Battlecry von Tauros an. Leute, mega geil. Was soll ich denn? So. Gyarados haben wir besiegt. Easy, würde ich mal sagen. So. Den Trainer haben wir hier besiegt. Und hier kommt unser Encounter, Leute. Ein Moorlord. Geil. Ein Moorlord ist cool. Wasserboden. Kann Erdbeben lernen, aber ein gutes Backup-Pokémon, würde ich mal sagen. Ein sehr gutes Backup-Pokémon. Okay, ist jetzt der Aquaknarren, das wird doch nicht sehr effektiv gegen uns sein, ja. Aber wir haben die Überreste drauf auf Batwoman. Von dem her sollte das kein zu großes Problem werden. So, haben wir es fast hier perfekt geschwächt. Einen Trugschlag noch und dann können wir uns. Dann können wir dieses Moorlord unser nennen. So. Beutel. Balltasche. Pokéball und dann haben wir es auch schon. Aber nein, es bleibt. Es hat sich wieder befreit. Aquaknarre, verdammt. Komm, schneller. Werf mal einen Superball. Und sollte normalerweise hoffentlich drin bleiben. 1, 2, 3. Wir haben's. Sehr gut. Haben Moorlord gefangen. Moorlord einen Spitznamen geben. Ich appelliere da wieder an euch. Lasst euch was Tolles für Moorlord einfallen. Und weiter geht's. Und wir müssen ja nicht runter, sondern wir müssen hier gegen diese Trainer kämpfen. Verschwinde, böser Geist! Verschwinden nicht. Wir müssen doch diesen Turm erobern. Ein Alabis. Erkennt Immunität. Ah, okay. So. Alabis ist weg. Und Wingwoman ist jetzt auch auf Level 30. Und wir haben Dudley schon besiegt. Na, sowas aber auch. So, die haben wir noch. Oh Gott, Leute. Es ist Freitag. Wochenende. Für mich zwar noch nicht ganz, aber bald. Sehr bald. Ein Milotic. Oh. Die Dinger sind echt zäh. Okay, Fährte erkennt die versteckte Fähigkeit.
der Pokémon, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und wir haben Milotic ziemlich zugesetzt mit unserem Flügelschlag. Und es ist besiegt. Sehr gut. Techniken Jacqueline. Besiegt. Okay, wir können auch hier nach oben gehen. Sehr gut. Dann kämpfen wir gegen den Trainer. Ich verfluche dich. Buh. Nicht verfluchen, bitte. Suicune. Okay. Großbrand. Okay. Blubstrahl. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie effektiv das wird. Okay. Ja, ich bleib jetzt bei Wing Woman drin. Dann soll sie den Job erledigen. Ruckzuckieb nach. Ah, oh, jetzt hat's überlebt, was? Dann nochmal, weg ist es. Ja, 31. Pummeluff. Ein Job für Tim Wiese. Unseren Zerstörer. So. Fußkick wird wahrscheinlich nicht ganz so... Ah, okay, es hat für einen K.O. gereicht. Fußkick auch hier eine sehr geile Attacke. Denn Fußkick wird tatsächlich je stärker mit dem Gewicht des Gegners. Also je schwerer der Gegner wird, umso effektiver wird Fußkick. Und wir haben im Grinding gegen ein paar Stolos und Milotix gekämpft und die waren für Tim absolut kein Problem. Mit seinem hammerharten Laserkick hat er die dermaßen auseinandergenommen. So, hier unten haben wir ein Item, das holen wir uns. Den Dunkelbrief. Dann kämpfen wir gegen den Trainer. Buhuhuhuhu, lass mich in Ruhe. Ein Rhymer auch noch. Wayne. Ist mir Wayne. Ein Evoli. Oh. Wie süß. Sandschleier von Evoli. Mit einem Schlag besiegt. Oh, Junge. Wir rocken hier ja mal voll durch. Giefebeere. Okay. Ist hier oben noch was? Nee. Okay, wir rennen hier auch in kaum wilde Pokémon. Ah, jetzt kommt ein wildes Pokémon wieder. Ein Goldini. Nee, da bin ich schon über unser Warlord froh. Ich eigentlich sagen. Mentalkraft. Ein Geist, nein! Ah! Webster schickt ein Zickzacks in den Kampf. Auf Level 24. Adrenalin von Zickzacks. Ich kenne die ganzen Fähigkeiten nicht mal. Keines. Wirklich, ich habe mich damit nie beschäftigt. Mit Fähigkeiten nie beschäftigt. Seit einem halben Jahr, vielleicht seitdem ich erst weiß, was die wirklich, für was die wirklich da sind und welche Fähigkeiten das denn es eigentlich auch gibt. Ich weiß nicht, wie das seit Generation an mir vorbeiziehen, seit Generation 3 an mir vorbeiziehen hat können. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Von dem her kenne ich wirklich keine Fähigkeiten, also wirklich die wenigsten. Ein Willy. Okay, das ist Gesteinpflanze. Da sollte man normalerweise dann lieber auf über. Was? Auf Tim wechseln. Der macht das für uns. Und Klammerung. Die Initiative sinkt. So, hier ein Fußkick. Dann sollte es weg sein. Sehr gut.
Dann kämpfen wir noch gegen diese nette Lady. Ein Donphan. Kein Boden-Pokémon. Das sind wir mit Wingwoman eigentlich sehr gut aufgestellt. Tempomarker von Donphan. Okay. Einigler. Was haben wir denn noch für Attacken? Doppelteam und Notsituation. Ja, gut, für Notsituation auch eine total doofe Attacke eigentlich. Für eine Nuzlocke, weil Notsituation stärker wird, je schwächer unser Pokémon wird von den KPs. Entschuldigung. Das heißt, Notsituation wird erst dann wirklich effektiv, wenn Wingwoman im roten Bereich mit den KPs ist. Das wird aber wahrscheinlich nie passieren, also wirklich in einer absoluten Notsituation. Von dem her, sobald oder falls dann nochmal eine bessere Flugattacke kommen sollte, werden wir Wingwoman die Notsituation, denke ich mal, verlernen. Okay, wir heilen uns. Eine Kiwanbeere. Zombies! Was schieben die alle für einen Film hier drin? Ehrlich, Wahnsinn. Oh, scheiße. So, ein Samurzel kommt. Auch das ist für Wingwoman normalerweise kein Problem. Im Insomnia. Unser Murzel. Ich glaube, man kann es nicht verwirren, wenn es Insomnia hat. Irgendwie sowas. War da. Level 32. Einen Eilbrief. Oh, nur Kacke. Items, was wir hier finden. Schrecklich. Jetzt setze ich Notsituation ein. Ja, ich schlug fehl, ist eh klar. Bei vollem KP bringt Notsituation gar nichts. Oh, mit einem Schlag. Sehr gut. So. Ich wechsle jetzt hier mal, weil Wingwoman eh schon auf Level 32 ist. Und geh raus auf zu Batwoman. Unserem Team-Guru, so können wir Batwoman schon fast nennen, hey. Bin froh, dass wir es so lange haben. Und das ist das. Entschuldigung, ich wollte. Deoxys. Nachtnebel. Das richtet 22 Schaden an. Okay. Intensität 4? Ernsthaft? Wow! Obwohl es nur eine Intensität 4 war. Das hat gesessen. Verfolgung. Finte. Sehr effektiv. Und Hammers. Das war's schon mit Deoxys. Panikon. Ist vielleicht was für Hilde. Das ist ein Käfer-Pokémon, bringt nicht allzu viel. EP. Flügelschlag. Und dann haben wir das. Ein Teddy-Ursa. Das ist was für Tim. Tim, zerstör diesen Teddybären. Sehr effektiv. Und Teddy-Ursa ist besiegt. So, Technik und Dudley haben wir auch. So, dann holen wir uns hier dieses... Nur Bären? Wieso finden wir nur Bären? Okay, ein wildes Pokémon. Boah! Ein Gyarados wäre natürlich Hammer gewesen.
Schade, dass wir das nicht bekommen haben. Ein Parasek. Cool. Intensität 5. Och, Junge. Bodenattacken sind nicht sehr effektiv auf Käfer-Pokémon. Das wusste ich gar nicht, Leute. Das wusste ich gar nicht. Oh Gott. Unsere Überreste. Probieren wir es mal mit einer Finte. Oh, Junge, Junge. Okay, ich spule hier mal jetzt vor. Ich weiß, ich habe es jetzt die ganzen Episoden immer ohne Vorspulen, aber die Kack-Taste, wenn man einmal belegt hat und hier, das dauert echt ewig und dann mache ich es jetzt einfach so. Ich verspreche euch, das wird nicht überhand nehmen, die Turbo-Taste. Ich verspreche es euch. Aber dem hier jetzt Ewigkeiten zuzugucken. So, wir brauchen ein Gegengift. Oder wir rennen einfach runter und sparen uns das Geld. Und heilen nochmal. Und ich werfe einen Schutz rein. So, ich werfe einen Schutz rein. Hm, Schutz. Heilen uns hier. Geschützten Bereich, genau. So. Ach Gott, Leute. Und es hat doch alle nicht mehr ganz dicht. Ein Pixie kommt. Intensität 6. Metronom. Fluch. Okay. Das bringt dir nicht zu viel hier. Gut, dass du kein Geist-Pokémon bist, Pixie. Das wäre schon etwas anderes. Intensität 9. Oh, Junge. Das tut weh. Es hat es überlebt. Wow. Barriere. Verteidigung steigt stark. Aber mit einem KP bringt dir auch deine Barriere nichts mehr. Level 31 für Batwoman. Dann haben wir noch ein Item. Top Elixier. Oh, das ist sehr gut. Verschwindet, Eindringlinge. Aha. Jetzt kommt das. Ist es hier trotzdem ein Knogger? Ja, okay, es ist nicht gerandomized. Ein Level 30 Knogger. Intensität 4. Ach komm. Jetzt haben wir denn hier Pech. Knochenmehrang hat keine Wirkung auf Batwoman. Das solltest du doch wissen, Knogger. Das zu auf Flug-Pokémon nicht, dass du Flug-Pokémon nicht mit Bodenattacken angreifen sollst. Intensität 8. Wir steigern uns langsam. So, probieren wir mal noch mit dem Schlammbad, was das hier anrichtet. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Aber wir haben es vergiftet. Das wiederum ist doch schon mal was. Das sollte normalerweise sogar eine Finte ausreichen. Nee, es reicht nicht. Ja. Kopfnuss. Aber wir haben unsere Überreste. Die helfen hier uns etwas.
Hat seinen Frieden gefunden und ist in das Jenseits eingetreten. So, jetzt kommen unsere Rocket-Typen. Was willst du? Warum bist du hier? Weil wir euch auseinandernehmen wollen. Junge. Ein Igel aber. Okay, es ist Zugzugkeeper ein. Intensität 7, das sollte doch fast reichen für Igel aber. Natürlich reicht das. Ein Sanganabyss. Ein Wasser-Pokémon. Dafür haben wir unseren Flying Tree. Okay, fast. Fast. Oh, und wieder eine Konfusion und wieder werden wir auf dem ersten Schlag verwirrt. Ich raff das nicht. Natürlich. Whirlpool. Oh man, Leute, ich sag's euch. Okay, ist nicht mehr verwirrt, Gott sei Dank. Sanganabyss haben wir dann auch geschafft. Botogel. Da haben wir mit Flying Tree drin. Jetzt lässt es regnen. Oh. Geschenk. Es explodiert. Au. Es regnet weiter. Botogel versucht wieder Geschenk einzusetzen. Gegen so eines habe ich auch ein einziges Mal gekämpft. Im Leveling. Aber nur ein einziges gegen die. Oh. 5000 Pokémon, die ich besiegt habe. War nur ein einziges Botogel dabei. Na, verpiss dich. Oh, guck, wie traurig Mr. Fuji guckt. Wir kommen doch schon zu seiner Rettung. Ein Mauzi. Intensität 8. Oh, das ist ja mal. Das lasse ich mir mal eingehen. Und ein Volltreffer auch noch. Sehr gut, Batwoman. Du packst das. Ein Inkognito. Was ist Inkognito vom Typ her? Psycho? Kann ich das weiterhin mit Batwoman besiegen? Gucken wir mal. Ich hier eine Finte einsetze. Okay, es ist Psycho. Kraftreserve. So, dann ist jetzt auch dieses Cognito weg. Gott sei Dank. Und wir haben den Käfersammler oder Käfersammlerin Kim besiegt. Geld verdienen, ja, ist schon klar. So, haben wir den letzten. Du wirst niemanden retten. Natürlich werde ich den retten. Das ist meine Mission. Dafür bin ich gekommen, Junge. Heißen die alle gleich? Ein Rosanna. Intensität 7. Okay, das war ordentlich. Gut, sehr gut, Batwoman. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ein Pikachu. Oh, süß. Setzt sein. Intensität 7 für Batwoman. Adios, Pikachu. Adios.
Und Batwoman erreicht Level 32. Tuanopto. Das bietet sich irgendwie an, dass wir mit Batwoman drin bleiben. Und hier das Tuanopto zerlegen. Wie? Ein Tuanopto auf 23. Es entwickelt sich doch erst auf 36. Oh, Leute! Eine Intensität 10. Rest in Pieces, Tuanopto. Rest in Pieces. Jetzt will's Batwoman aber wissen. Und noch mal ein Gift-Pokémon. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als dass wir es hier mit Batwoman auseinandernehmen. Epic Batwoman Sweep, Junge. Sehr, sehr, sehr cool. Oh. So, dann haben wir ja auch den letzten Rocket-Typen besiegt. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Na, das sehen wir doch mal. Mr. Fuji, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank. Es ist ein alter Mann, habe ich gerade vergessen. Vielen Dank. Aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knoggers sollte nun in den ewigen Jagdgründen eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turms. Na, das machen wir doch gleich. Stefan! Du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Stefan erhält eine Pokéflöte. Sehr gut. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Ich danke dir vielmals, Mr. Fuji. Und das heißt, wir können jetzt auch schon wieder weitermachen. Leute. Wir haben die Pokémon-Flöte. Das heißt, in der nächsten Folge geht's nach Fuchsania City. Yeah, über den Fahrradweg, weil das mein Lieblingsweg ist. Okay, das heißt, wir haben es für heute geschafft, wir haben den Pokémon Tower besiegt, wir haben ordentlich gegrindet, wir haben jetzt alle unsere Pokémon auf Level 30 plus, wir haben einen neuen Teamzugang, Taubos, Wingwoman, das Taubos. Sehr geil, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu auf unserem Kanal seid und das Video zum ersten Mal seht, folgt uns, abonniert unseren Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag wieder, am Anfang der Woche quasi. Bis dann. Ciao.